Okay. Kam ich hier nicht raus? Ah, hier. Oder rein, besser gesagt. Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die die Anlage verteidigen, versuchen, stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn jemand finden und erschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden auf abscheuliche Weise beschädigt. Dieser widerliche Drecksack. Der Fabrikator ist komplett irre geworden. Da. Hallo? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ich heile mich mal eben. So. Okay. Spannend war, wofür die Waffe ist. Das sieht ja witzig aus. Wofür ist der Knopf? Ich hab einen. Das sowjetische Raumschiff. Ich hab nicht nur einen. Der Anlage 38, ich hab noch einen. Entwickelt wurde, landete an 5 Stellen auf dem Mond. Geschafft. Ich glaube, es funktioniert. Ja. Sowjetische Mondfahrzeuge haben. Alter, dieses Gesicht, ne? Das ist halt so. Zukünftiger Mondstädte zur Erde transportiert. Das ist so doof. Ähnliche Proben wurden auch auf dem Mars gesammelt. Das ist. Naja, die auch noch wieder. Okay, muss ich näher dran. Verstehe. Nein, ich muss... Oh, ernsthaft? Okay, das hat ganz gut geklappt. Gib mir ein paar Teile, bitte. So. Alter, was zur Hölle? Puh, die Anlage ist riesig. Jo, die Anlage ist riesig. Aufgepasst! Schau regelmäßig beim Fabrikator Nora vorbei und vergiss nicht, alle Fähigkeiten zu lernen... Und eure Waffen zu verbessern? Eure? Achso. Um auf Mission so effektiv wie möglich zu sein. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also, wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv. Okay. Das Herz des Wawilow-Komplexes. Hier werden Samenproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr, auf immer verloren zu gehen. Alter, der Roboter da unten. Hui! Die Saatgutbank ist die Schatzkammer des Wawilow-Komplexes. Eine Sammlung, die täglich durch Versuchsmuster und eingelagerte Samen, Sprossen und Pollen natürlichen Ursprungs ergänzt. Ach so, okay. Während des Krieges belief sich Wawilows Leningrad-Bestand auf 250.000 Muster. Heute sind über 500.000 Proben in Anlage 3826 eingelagert. Jedes Jahr entdecken Wissenschaftler weltweit etwa 2000 neue Pflanzenarten. Und genau diese Anzahl neuer Proben wird jährlich im Wawilow-Komplex eingelagert. Mhm. Krass. So, erstmal wieder links. Ja. Was soll es sein, Major? Waffe verbessern. Was ist das hier schon im Besitz? Ja, was können wir denn hier machen? Wir können hier Energievampir schaden. Übertricht die Energie von der Polymerbatterie des Ziels auf den Speicher des Anzuges. Haben wir aber nicht alle Teile. MP-Generator. Der MP-Generator löst einen kurzen Ausfall robotischer Kontrollschaltkreise aus. Die Roboter verlieren für die Dauer des Effekts ihre Funktionalität. Das ist irgendwie ganz cool. Ist ein bisschen wie dieses Einfrieren, ne?
Der reguläre Lauf wird mit Platinkontakten versehen, was die Entladungsstärke beim Angriff verbessert. Okay. Verringert den Energieverbrauch beim Feuern. Das hätte ich gerne. Das ist bestimmt sehr gut. So. Dann machen wir noch ungenügend Ressourcen. Ach, da steht sogar, ob man genügend Ressourcen hat und so. Das ist ja witzig. Gut, ich hätte gerne noch hier bitte das andere. Vorgang auswählen. Ja, habe ich. Was haben wir denn noch? Schock verursacht mehr Schaden und wirft Gegner zurück. 32, wir haben 36 haben wir. Ist nicht viel, ne? Was wäre denn jetzt hier das nächste? Photonenbecken erhöht Anzug. Achso, Anzugsschutz vor Laserangriffen. Das wäre natürlich auch nice. Plastermunitionskapazität. Einfrieren. Kryostrahl. Achso. Feuerlöscher. Wenn du Kryopolymer versprühst, wird erlittener Feuerschaden neutralisiert. Auch gut. Drastische Maßnahmen. Wenn du Reserven des Handschuhs erschöpft sind, produziert der Kryopolymer aus deinem Blutkreislauf, wodurch du Fähigkeiten auf Kosten deiner Gesundheit einsetzen kannst. Schwierig. Erzwungen auftauen. Ein eingefrorenes Ziel erleidet zusätzlich Schaden, wenn der einfrierende Effekt nachlässt. Okay. Hochdruck. Die Druckkammer der maximalen Reichweite des Polymerstrahls kontrolliert, kann verbessert werden. Dadurch erhöht sich die Reichweite. Ja, umgebungsresistent. Ja, aber dem bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das nehme. Das Schild, das haben wir. Das haben wir auch installiert. Oder? Doch, haben wir ja. Ah ja. Energie des Charakters. Waffenverbesserung erweitern die Rezirkulationskammern der Waffen um eine weitere Energiezelle. Das kann man auch nicht verbessern gerade jetzt irgendwie hier, ne? Nee. Was machen wir denn mal? Schockeffekt. Ah, elektrifiziert Gegner. Für 32. Ach, ich spare nochmal ein bisschen. Komm, drauf geschissen. So. Habe ich gespeichert? Nein, ich habe nicht gespeichert. Ich sollte mal speichern. So. Speichere Daten. Ja, sehr schön. So. Da ist eine Kiste. Kriege ich den irgendwie... Scheiße. Und jetzt? Hä? Dum 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 dum. Puh. Okay. Aua, Alter, uah. Huha! Lol, Musik kenne ich doch. Woher kenne ich das denn? Woher kann Alter! Das denn? Pff, was? Sie verarschen? Schöne Scheiße. Das kann man wohl sagen, Major. Lass das, Charles. Wir haben keine Zeit dafür. Wo ist der? Oh nein. Nein. Da ist eine Kamera. Fuck. Fick die Henne. Oh, Scheiße. Oh, der zerstört auch Sachen da hinten, das ist gut.
Ja. Boah, ist ganz schön gefährlich hier. Huah! Das ist, sieht nicht sicher aus. Fand ich, wie gemein war denn das gerade, bitte? Hier kann man rauf. Wo kommt man denn hier hin? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie komme ich denn weiter nach oben? Geht das überhaupt? Okay, warum sollte ich hier rüber springen? Das soll doch... Man kann doch bestimmt da... nach oben, oder? Ich meine, hier lang kann ich auch so. Oder warte mal. Vielleicht kann ich hier... Denk daran, du bist nicht allein. Denk daran. Okay, warte. Da oben war, glaube ich, eine Kiste, ne? Ach, das geht? Ach, krass. Okay, das habe ich nicht gewusst. Warte mal. Moment. Okay, Moment, Moment, Moment. Kann ich da drin springen? Nee, ne? Nein, der soll nicht direkt hochklettern. Ach, Mann. Scheiße. Das muss doch gehen. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Probier nochmal die andere Seite. Kann man denn da irgendwo hochklettern? Weil es ist doch nicht umsonst hier diese Kiste und alles, dass du da raufkommst, oder? Hm. Moment, warte mal eben. Nein, ah... Kann ich die da raus... Okay. Kann ich irgendwelche Kisten bewegen? Irgendwelche Dinger rausziehen oder so? Ich probiere das nochmal. Vielleicht kommen wir ja da doch irgendwie hin. So, jetzt sind wir hier oben. Da ist eine Kiste. Wie kommen wir da hin? Ich will da hin. Ich will diese Kiste haben. Diese gelben Dinge haben doch auch was zu bedeuten, oder? Nein. Na, ach, Mann. Mann, jetzt bin ich runtergefallen. Warum schweben die in der Luft? Warum sollte man hier in die Ecke kommen? Nein, ach Mann. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich würde gern aufstehen. Kannst du bitte aufstehen? Ah. Ne. Lol. Voll gecheatet. Sehr geil. Hallo? Willst du bitte über die Kiste springen? Danke. Juhu. Oh, neuen Bauplan. Na, seht ihr? Gut, dass wir das gemacht haben. Ich weiß zwar nicht, wie wir es geschafft haben, aber irgendwie.
Und ob das richtig war, keine Ahnung. Sei mal dahingestellt. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier lang. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, da ist eine Kamera. Scheiße. Fuck, Mann. Ah, es war so klar. Aua! Hör auf damit! Moment! Muss mich mal eben heilen! Nein! Aua! Ihr wollt's wissen, ne? Aua! Oh, Alter, Bruder, da muss ich aber los! Lade nach! Nein, 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 nein! Hua! Muss nachladen, warte mal eben. Uah. Können wir drüber reden, vielleicht? So, ich so hier so, die so da so. Und jetzt? Was machen sie jetzt? Was? Das ist ja ein bisschen wie bei Dings. Wie bei, wie hieß der Film nochmal mit Will Smith? Die können ja alles. Also, sobald die Kamera dich einmal gesehen hat, ist direkt vorbei. Gut zu wissen. Nein! Oh Mann, fuck! Man kann einmal nur diesen Ding... Oh. Shit. So, jetzt aber. Hä? Was ist denn mit ihm? Bam! So. Mal gut, da hinten rollt sein Kopf noch. Diese Freddie Mercury-Roboter. So. Diese Techno-Mucke immer dabei, ne? Durchquere die Saatgutbank. Achso, Fahrstuhl. Das prangere ich an. Das ist aber nicht sehr sicherheitsgerecht hier. Wenn er da die Finger zwischensteckt, sind's ab. So. Oh nein, ernsthaft? Wo kommen wir denn da hin? Nein, uah. Wollen wir da irgendwie... Warte. Da kann man bestimmt irgendwie hinspringen, oder? Shit. Das muss doch gehen. Vielleicht kommen wir da noch hin. Mal gucken. Guten Tag. Ah, wichtiger Hinweis. Verbessern? Ja, würde ich glaube ich in der nächsten Runde. Ich speichere erstmal. Speichere Daten. Speichere Daten. Waffenergonomie. Verwende Energiewaffen, Schusswaffen und Nahkampfwaffen mit Bedacht, um deine Ressourcen effizient einzusetzen. Das habe ich mir schon gedacht. Ich würde gerne die mal ausprobieren. Oh nein, ist schon einer wieder. Frage ist, wie komme ich denn jetzt... Komme ich da überhaupt noch hin von hier aus? Bestimmt nicht, ne?
der Samenbank. Aha. Alter, wir sind immer noch, wohlgemerkt, immer noch in dieser Anlage, ne? Wir sind nicht irgendwie, wir sind nicht irgendwie Open World oder so gerade. Das ist immer noch Anlage. Nehm mich mit. So. Okay, dann hätten wir nämlich sonst diese Kiste hier verpasst. Da ist auch noch eine. Wie kommen wir denn da hin? Könnte man da so vielleicht... Du verstehst nicht. Die Situation ist kritisch. Geht das, wenn ich hier so rüber jumpe? Nein, nur... Das war's. Oh, fuck. Puh. Gut, es sind keine Roboter in der Nähe. Das geht ja. Muss ich jetzt wieder den Fahrstuhl rufen? Ich will die Kiste haben. Weißt du, im Alter, Bett und so. Ja, gehen schlafen. Ja, viel Spaß noch. Gute Nacht und so. Schlaf gut. Danke fürs Dasein. Vielen Dank. Und kommt gut zu liegen. Und danke fürs Dabeisein. So. Ich würde gerne... Warte mal, wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Ah ja, hier. Ich würde es trotzdem gerne nochmal probieren mit dem... Uah! Aua! Das mit dem Polymer-Schwimmen trotzdem gerne nochmal probieren. Ob wir da zu der Kiste kommen. Da ist die, ne? Oder kommt man da irgendwie von woanders lang? Da ist ein Übergang, aber wie kommst du denn da hin? Hier vielleicht? Nein! Oh, das war's. Oh, fuck. Uah! Okay. Ah, Mist. Eigene Schuld, Mann.